Moin, Leute, und herzlich willkommen auch wieder mal zurück zu einer Folge Dark Orbit. Ja, somit herzlich willkommen wieder mal heute zu einer spannenden Folge. Ich habe 16 Sebrum. Auf den Lesern fehlt mir doch wieder ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen wieder mal zurück zu Dark Orbit. Und ja, heute gibt es, was ihr mir wahrscheinlich nicht glaubt, es gibt heute mal wieder doppelte Gate-Belohnungen. Wuhu! Ja, ich habe schon ein paar Gates stehen, habe schon einige jetzt wieder gemacht. Das ganze Wochenende war das heute auch schon mal. Also heute, das ganze Wochenende war das schon mal und jetzt ist es wieder da. Es ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht. Genau, die Quest habe ich hier noch angenommen mit den zerstörten Bosskristallon. Bosskristallon 3000 Uridium. Hier geht's noch ab. Ja, da war ich jetzt mal richtig am Punkten, liebe Leute. Das ist ja abnormal. Abnormal. Genau. Es gibt einiges wieder zu erzählen. Einiges. Also, es gab auf jeden Fall wieder jede Menge Quests, die ich gemacht habe. Absolute Hammer. Gab es richtig viel Uridium. Man kann es eh bei mir gerade sehen. Es ist wieder eine gute halbe Million. Die Gates geben auch plus, weil doppelte Gate-Belohnung. Ich meine, wir bekommen zwar kein Uridium, aber die Gate-Teile zum Klicken sind Schnäppchen, Leute. Schlagt's noch zu, solange das Angebot noch da ist. Es sind Schnäppchen und jeder weiß, was man mit Schnäppchen macht. Richtig, man schlägt bei Schnäppchen mal richtig zu. Alter, da sitzt eine fette... Alter, da sitzt eine Fliege bei mir am Fensterbrett. Oha. Die Fliege lässt sich streicheln. Okay, die Fliege ist wahrscheinlich fast tot. Oder ziemlich erschöpft. Oder ihr ist einfach nur heiß. Ja, es ist gerade verdammt heiß bei mir. Ich habe eigentlich gerade den Ventilator auch noch aufgedreht. Nur der kann nicht jetzt so wirklich stark blasen. Ja, ich habe blasen gesagt. Weil sonst ist das Mikrofon ganze Zeit so ein bisschen, ja, mit einem komischen Hintergrundgeräusch. Das möchte ich doch vermeiden. Jo, so da da. Ansonsten weiß ich nicht, Bosskristallin. Da steht eine Base. Ufra oder was? Ha? Ufra hat eine Base. Was? Was ist da los? Komm, dann springen wir mal wieder 4-5. Ja, Space Cup ist genau, da habe ich mich ja schon auf Rang 30 hochgeschossen. Wir haben noch da mehr als 18 Tage Zeit, Leute. Ja, also, brauche mich dann noch nicht zu anstrengen. Ich weiß nicht, was ihr da... Die Mega Happy Horror ist jetzt auch noch geil. Ich glaube, es gibt sogar Rabatte auf Munition. Da muss ich gleich zuschlagen, ob RSP billiger ist, weil ich wollte noch warten, bis ich wieder was kaufe. Ich meine, ich habe jetzt noch gute 30.000, aber ich wollte erst wirklich zuschlagen, wenn es wieder prozentuiert ist, weil nur... Prozentuierte Munition lohnt sich auch, sag ich mal, dazu, hm? Jo. Nur prozentuales lohnt sich. So. Ah, ich habe mal 3 hier auf den Lasern, weil ich ja die Gates mit mal 3 schieß. Haben wir schon dran gewöhnt, mit mal 3 zu schießen auf der 4er-Taste. Na, die geht's mit mal 3, also spare ich das. Ich habe, apropos, liebe Leute, ich habe ja, weil ich jetzt so brav weiß geschossen habe, durch dieses doppelte Gate-Event, weil die Gates ja so billig waren und ich so viele schon hintereinander gemacht habe und alle mit mal 3 geschossen habe, ich habe jetzt wieder 4,6 Millionen weiß. Also ein, goldene Beute, können wir aufmachen, goldene Beute, okay, habe ich schon lange nicht mehr aufgemacht. Hoi, ja, dieser mal wieder ein cooler Tag. Oh, Ehre-Booster für eine Stunde. Wow, wow, Nico, wow! Ja, es geht ja mal wieder heute total ab. Nee, ich bin total müde eigentlich. Das Wetter macht mich auch total fertig. Ich bin total erschöpft und dann soll ich noch sowas machen? Nee, das geht nicht, Leute. Das geht nicht, meine lieben Leute. Sowas kann man nicht dulden. Ich hau mir gerade nur die ganzen gekühlten Energy-Dosen rein, weil ich nichts anderes Gekühltes gerade da habe. Ich meine, ich hätte zwar auch Mineralwasser, das ist so leicht lauwarm und ich bin eigentlich zu voll, gerade das in den Kühlschrank reinzustellen, also puh. Jo, sterb mich nicht, mega happy, oh Leute, bangt's, es ist Mittwoch, banken. Und es sind einfach kein Gegner hier, ja, da oben ist was, oder? Na, Mann. OSM. Alter, ist alles leer. Was für lustige Kleine es schon wieder hier gibt. Goldene Kiste, LF4, komm. Oder ganze Zeus-Drohne. Sie überhaupt den goldenen Zeus, ich weiß gar nicht. Na. Weiß gar nicht, die goldene ist schon Zeus-Teil, oder? Ja.
Kuckuck. Er hat mich gegrüßt. Er hat mich gegrüßt, der FM. Genau, hier habe ich eine Quest mit feindlichen Spielern. Mal schauen, ob wir welche finden. Tag der doppelten Questbelohnung könnte es auch mal geben. Hahaha, bring ich Big Bang wieder auf neue Ideen. Keiner auf der 8er Karte. Schade eigentlich. Für eine Quest aus optimal. Alter, die Maps sind ja alle wirklich leer. Ah ja, die sind ja wieder alle im Gate. Was mache ich da eigentlich? Ich bin unterwegs auf einem Gate-Event. Alle sind in den Gates. Oh, Alter, Lappenmodus aktiviert, sag ich mal wieder. Naja. Typisch ich halt, sag ich mal nur dazu. Kann nun mal wieder ich machen. Hör, Alter, gerade mit dem Finger voll in den Ventilator reingegriffen. Ist nur so ein kleiner USB-Ventilator, aber trotzdem, hui. Erschrocken habe ich mich gerade trotzdem. Bin ich jetzt auf die... Ja, Leute, ihr habt gerade den besten Map-Springer der Welt vor euch. Der hat ein schlechteres Gedächtnis, eine Fliege. Ich weiß sogar gar nicht mehr, wo ich vor einer Millisekunde gerade unterwegs war. Aber jo, okay, nee. Dann ist das halt mal wieder so, ha? Huh? Ich werde hier einfach mal wieder verarscht, sag ich mal nur dazu. Aber nee, gut, hä? Aber nein, gut. Ach ja. Ach, ja, sag ich nur. Nichts los, ja, gut. Dann, liebe Leute, weil hier nichts wirklich los ist, dann schieße ich erstes Mal... Achso, wir sind noch zu sechs. Liebe Leute, es gab doch eine Verlosung, ja. Und diese möchte ich natürlich jetzt verkünden, ja. Ich weiß, die meisten fragen sich, ja, du machst das doch gerade am Mittwoch. Ja, Leute, wie soll ich sagen... Sonst geht das nicht, sonst kann ich das Video nicht pünktlich rausbringen, sage ich jetzt mal für euch, ja. Donnerstag ist auf jeden Fall, also Donnerstag ist Ende, ja, am Donnerstag gibt es halt die Verkündung. Gut, ja, es sind eigentlich jetzt keine Kommentare mehr wirklich reingekommen. Auf jeden Fall, ich muss schon mal wirklich nur sagen, danke, ja. Danke für diese geilen Kommentare, Alter, das ist der Wahnsinn. Was hier an Kommentaren und Vorschläge von euch gekommen ist, Alter, da freue ich mich ja wirklich. Da tut es mir eigentlich nur leid, dass ich hier nur eine 25 Euro Passive Card zu verlosen gehabt habe. Ja, nur so eine kleine, aber ist ja wurscht. Ich kann das ja mal wieder zukünftig öfters machen, was ich eigentlich eh oft immer sage, aber naja, ich sage immer besser irgendwann als nie. Kennen wir ja doch schon oft genug. Aber ich mach's lieber irgendwann mal oder überhaupt einmal, das anstatt gar nicht. Also man kann hier schon froh sein. Nee, auf jeden Fall, es hat mich mal wieder so mega gefreut, ja. Auf diese geilen Vorschläge und die werde ich hoffentlich auch alle zukünftig irgendwo verwenden können. Und werde ich mir mal Mühe geben, auch das umzusetzen. Die meisten ja, waren ein bisschen, ja, ich meine, es waren viele gute dabei, es waren ein paar, da denkt man sich, ja, auch nicht schlecht, aber, ja, ist nicht so die Herausforderung oder so, aber es sind doch gute Vorschläge dabei, wollen wir keine Namen nennen. Und ja, aber, es kann nur einen Gewinner geben. Und ich kann aber dennoch nur mal trotzdem noch Danke sagen, dass ihr so viele Kommentare geschrieben habt. Ey, das in so kurzer Zeit überhaupt. Hat mich mal wieder gefreut, weil sonst sind meine Videos immer so kommentarlos. Ja, sie werden nur geschaut. Ja, aber die Kommentare sind dann immer nur so klein, so wenig, ja. Und es gibt immer wieder Leute, die reinschreiben. Erster! 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 Letzter! Ja, letzter schreibt nie mehr rein, ja. Da müsste ich mal... ich wüsste ein gutes Verlosungsthema. Liebe Leute, ein Verlosungsthema.
Und zwar, es bekommt derjenige die Passive Card, der als letztes kommentiert hat. Das ganz letzte Kommentar bekommt dann die Passive Card. Und das, damit rufe ich eine endlose Schleife von Kommentaren hervor, weil bei sowas gibt's eigentlich fast nie ein Ende. Aber ja. Außer das Video wird irgendwann mal in 50 Jahren vergessen und es sind schon über Jahre keine Kommentare mehr drauf gekommen. Gut, aber auf jeden Fall, habe ich, weil es so viele Kommentare waren, es waren einfach schwierig zu entscheiden. Ich habe das Zufalls, Programm wählen lassen, das sage ich euch jetzt schon mal, ja. Ich habe mich jetzt nicht übers Beste entschieden, ich habe es dann wirklich den Zufall überlassen. Dann wollte ich mich dann am besten dann schon gar nicht mehr einmischen. Es waren wirklich so viele Gute dabei, da überlasse ich das den Zufall. Natürlich waren auch natürlich ein paar Kommentare dabei, die haben nichts mit dem Thema zu tun gehabt, ist mir klar. Ich habe eh dann nochmal nachgeprüft, welcher Name oder so da jetzt rausgekommen ist oder so, weil ich habe mir da online ein Programm gesucht. Ich habe zwar bei euch auch gesehen, es wurden mir von euch ein paar Programme gepostet, aber ich habe mir da nochmal ein spezielleres geholt. Auf jeden Fall trotzdem noch danke an die Leute, die das gemacht haben. Und ich habe mir jetzt einfach mal den Zufall das komplett überlassen. Und ja, die meisten werden sich jetzt dann mal vielleicht hoffentlich nicht gleich denken, ich habe nicht gewonnen, ja, so ein Scheiß, oder warum bekommt so einer da jetzt den Gewinn, jetzt ist gar nicht mal ein richtig gutes Kommentar, ja, also, ja, ich habe das deswegen den Zufall mehr oder weniger entscheiden lassen, dass ich mich da mehr oder weniger ein bisschen raushalte, ja, ich meine, ich bin schuld, ja, weil ich jetzt den Zufall das über entscheiden lasse, aber so ist das halt. Und beim Zufall, da ist doch mehr der Zufall. Ist wie bei Münzmaschinen, ja? Naja, okay, Münzmaschine nicht. Ist wie im Casino, sagen wir so. Oder nee, Lotto oder Euromillion, ja? Da ist das ja auch immer so der Zufall. Aber gut, ja, ich habe es auf jeden Fall den Zufall entscheiden lassen. Und, wie soll ich jetzt den Gewinner auf jeden Fall einmal preisgeben. Ich sag einmal so viel, er hat auf jeden Fall auch eine gute Idee gehabt, ja, also was mir dazu nur dieses Zufall-Generator-Ding da rausgespuckt hat, an den Verlosungsgewinner, also er hat mir auf jeden Fall mal geschrieben, dass ich, warte mal, ich lese es mal so vor. Ja, hey, mach doch mal wieder eine Facecam, weil du schon länger keine mehr gemacht hast. Das ist eigentlich schon mal überhaupt ein guter Anfang. Ich habe wirklich lange keine Facecam mehr gemacht und ich hätte es eigentlich doch wieder vor, zukünftig etwas öfters zu machen und damit bockt das doch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich jetzt wieder die Hälfte von euch denkt sich, nein, dich will doch keiner sehen. Die Fresse halte ich doch nicht mal aus. Jetzt ist das Bild endlich mal weg. Jetzt kann man das hier mal ordentlich gucken und jetzt willst du schon wieder dein hässliches Face hier einfach mal reinklatschen. Ja, sag ich mal, jetzt habt ihr erst recht verkackt. Die Ufra hat die Base offen. Knall ich gleich die Base ab. Jo. So viel noch dazu. Und er hat auf jeden Fall noch als Idee gehabt, dass ich mir einfach ein riesiges Glas kaufe. Da steht sogar noch lustig da. Ich soll mir zur Idee, kauft ein großes Gurkenglas, ja. Also diese Idee ist schon mal richtig cool. Ich werde mir jetzt einfach mal so ein Meter großes Gurkenglas kaufen, eines dieser riesigen Bestellungen. Und das soll ich dann einfach mit irgendwas füllen, ja. Also mit irgendwelchen Süßigkeiten, also so Gummizeug oder einfach mit Kugeln, diese Murmeln oder so. Und das soll dann erraten werden, wie viele Murmeln, Münzen oder sonst was da drin ist. Und der Gewinner, der am nächsten dran ist an dieser Summe, der gewinnt dann auch die Summe oder den Verlosungsgegenstand. Also das ist auch eigentlich von sich an eine sehr geile Idee eigentlich schon mal. Also das ist schon mal der Wahnsinn, was da rausgekommen ist. Nee. Aber ja, ich glaube, diese Verlosung werde ich dann beim nächsten Mal auf jeden Fall mal durchführen. Facecam wird auf jeden Fall schon vielleicht demnächst wieder kommen. Aber ja, eigentlich mag ich ja die Facecam am besten, ist die immer bei Horrorspielen, nur ich habe derzeit einfach keins. Wenn ihr euch aber auch für Horrorspiele interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, gell, falls ihr irgendeinen sehen wollt. Ich hätte Bock wieder eigentlich einzuspielen, weil ich mich gruseln möchte. Ab und zu, da ist mein Face eh so schockiert und erschrocken. Und ist dann einfach nur geil. Gut. Aber jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt. Liebe Leute, hier kommt der Gewinner. Der Gewinner, der dieses Kommentar verfasst hat, ist der Dirkubus. Und ja, herzlich willkommen im Finale des Gewinns.
Das heißt, du hast gewonnen. Ich hoffe, du kannst dich freuen über die Passive Cards. Bitte verwende sie auch sinnvoll. Bank nicht zu viel in der Korbe dran. Teile sie dir schon auf. Na, du musst die reinbanken. Ich möchte das sehen. Und ja, wenn du das hier überhaupt noch siehst, bitte melde dich noch bei mir per E-Mail, weil ich hätte jetzt von dir keine E-Mail oder so, dass du mir die nochmal zuschickst, ja. Und ja, dann hoffe ich, dass die dann bei dir rankommt. Und liebe Leute, auf jeden Fall mal danke für eure Kommentare, danke fürs Mitmachen. An die tut es mir leid, die nicht gewonnen haben, aber einfach wieder beim nächsten Mal mitmachen und wieder versuchen zu gewinnen. Man kann nicht gewinnen. Ich spiele jetzt auch schon ungefähr ein paar Jahre Lotto und habe eigentlich bis jetzt nichts gewonnen. Obwohl, nein. Naja, okay. Eigentlich. Naja, so bei Euro gewinnt man da ja auch immer. Ist bei mir auch in letzter Zeit ein bisschen immer abnormal da. Versucht immer Lotto zu spielen und versucht was zu gewinnen. Es wird, bei Rubellosen hatte ich bisher schon viel mehr Glück, ja. Da ist schon mehr Geld rausgekommen. Aber ja. Gut, auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Danke fürs Einschalten. Und ja, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tut mir auch leid, dass ich jetzt hier im Spiel nicht mehr geschafft habe. Aber ja, habt ihr eh gesehen, alles in dem G-Doppelte geht's Event. Liebe Leute, ich wünsche euch einfach noch einen angenehmen Tag, Nachmittag, sonstiges was. Bräunt sich nicht zu viel. Und ja, reingehen, wieder schauen und natürlich ciao!